Herzlich willkommen auf dem MP YouTube-Kanal. Wir hatten heute das große Vergnügen, mit Dorian Yates Beine zu trainieren. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Also Kevin und Kevin im Doppelformat. Ja, was soll man sagen? Fang du mal an, wie fandest du es? War eigentlich fast zu vergleichen, wie ich normalerweise trainiere. Also wir haben nicht allzu viele Sätze gemacht. Das war ein bisschen anders, wie du, glaube ich, trainierst. Ja. Das hast gemerkt. War aber ein sehr, sehr effektives Training. Wir haben gestartet mit Beinstrecker. Er wollte uns, glaube ich, ein bisschen vorermüden. Also war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und sind dann weitergegangen zur Beinpresse. Was haben wir dann weitergemacht? Beinpresse, Hackeschmidt. Überlege ich gerade, was haben wir gemacht? Beinpresse, Hackeschmidt. Keine freien Kniebeugen, ganz wichtig. Dann sind wir eigentlich eh schon zu Hamstrings gekommen. Ja, also das Training war so kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich eigentlich nie trainiere. Ich trainiere Arme und so vielleicht so kurz, wie wir Beine gemacht haben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass er es so kurz gestaltet. Ich weiß, dass es sein Trainingsprinzip ist. Ich war aber echt krass verwundert, weil normal kriegt man mich so schnell nicht, sag ich mal, runtergezogen oder kaputt gezogen. Aber dadurch, dass er da mich wirklich so ins Versagen reingezogen hat, oder ihr beide, dann hinterher zum Schluss noch, gerade an der Hackenschmidt, die Maschinen waren auch so geil. Also wenn ihr das Video sehen werdet, brutal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Muskelgefühl die Maschinen war. Keine Gelenkprobleme, nichts in den Knien gespürt. Ich glaube, wie heißen die Geräte nochmal? Die Flex-Geräte oder die Leverage-Geräte sind richtig, richtig geil. Also haben echt keine Gelenksbelastung. Zum Beispiel auch der Beinstrecker wird eigentlich in der Belastungskurve, also in der Maximalbelastung, Kontraktion leichter. Und das macht es einfach viel besser, um reinzuspannen. Die Hackenschmidt, wie du sagst, die ist nicht zu steil. Das heißt, der Kniewinkel ist eigentlich gerade perfekt, brutal, um wirklich richtig zu drücken. Muskelkater wird auf jeden Fall sehr, sehr arg werden. Morgen, denke ich mal. Also ich habe jetzt schon heute als direkt oben drüber sind wir dann noch essen gegangen zum Thai, zum Asiaten. Und ich habe da schon leichten, ja, wie soll ich sagen, so ein Versagen, so ein Muskelkater, so einen leichten Ansatz gespürt. Ne? Die Treppen waren schwerer, also die Beine waren schwerer einfach. Auf jeden und, Fall. Ja, ich bin extrem überrascht. Also doch, wie gesagt, dass das Training so kurz ging. Ich habe mich so ein bisschen gewundert. Aber es hat sowas von gereicht. Und er hat uns dann auch nochmal, ja, so seine Methode halt erklärt. Er sagt, hey, für Fettverbrennung mache ich einfach Cardio, das hier ist Muskeltraining, das hier ist einfach, um die Muskulatur zu stimulieren. Er hat halt völlig recht mit seiner Aussage. Ne? Auf jeden Fall, also bin ich eigentlich auch immer der Überzeugung davon, dass es wirklich so ist, dass das Krafttraining wirklich da sein sollte, in einer Diät zum Beispiel zum Muskelerhalt oder im Aufbau natürlich zum Muskelaufbau. Und um Kalorien zu verbrennen, sollte ihr wirklich Cardio machen. Also an das sollte man sich als Athlet wirklich immer halten, weil das Krafttraining sollte eigentlich nicht dazu da sein, jetzt um Kalorien zu verbrennen. Ja. So ist es. Also seid gespannt aufs YouTube-Video. Was er nochmal richtig reingehauen hat, das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Der Kevin stützt beim Beinstrecker direkt die erste Übung zur Vorermüdung. Hat den ganzen Schlitten voll gemacht. Also wie er immer so schön sagt, Full Stack. Mehr ging nicht drauf. Komplette 20er Scheiben. Ich weiß gar nicht, waren es 8 Stück am Ende? Ich glaube 8 Stück. Ja, und also 160 Kilo beim Beinstrecker. Die habe ich auch nicht geschafft. Also ich hatte, glaube ich, 6 Scheiben drauf und eine 10er oder sowas. Und hatte dann damit dann irgendwie 12 Wiederholungen. Also war ich echt beeindruckt. Und nicht nur ich war beeindruckt, sondern auch der Dorian war richtig beeindruckt von seiner Kraft. Der hatte noch nie jemanden im Studio, der da 8 Scheiben auf so viel Wiederholungen wirklich komplett durchgeballert hat. Also das, wenn ihr das sehen werdet, viel Spaß beim Nachmachen. Voll, aber auch die Gail Yates, beziehungsweise halt seine Frau, hat eigentlich auch die dann bei der Hackenschmidt gefilmt, weil es war richtig geil, weil da war auch wirklich extrem arg ausbelastet und Kevin seine Knie haben dann wirklich schon so zum Shaken angefangen, wo ich mir wirklich gedacht habe, jetzt wird schon gefährlich, da habe ich lieber die Hand bei der Hackenschmidt hier beigelassen, weil es wirklich, ja, war echt ziemlich intensiv und ja, war bis zum Muskelversagen bist du wirklich dann eigentlich rausgekrallt. Gekrochen, bist, ja. Gekrochen bist du eigentlich halt, ja. Dann, ja genau. Also wirklich, danach lag ich auf dem Boden und war Ende. Und das war halt auch das war die letzte vordere Beinübung eigentlich. So, ne? Ist es, ja, das war ja die letzte. Danach war auch nichts mehr drin, also das ist ja Quatsch, danach noch was, hätten wir da noch was gemacht, wäre einfach kontraproduktiv gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Also er hat uns wirklich einfach richtig ins Versagen reingehauen, kurz und knackig und elegant, würde ich sagen. Das ist also mit Köpfchen halt, ne? Fix, das ist einfach richtig das Geile eigentlich an diesem Trainingsprinzip. Man haut sich in diese 2 Sätze richtig rein oder in diesen einen Arbeitssatz und belastet sich da vorher aus, dann braucht man eigentlich nicht nur einen Satz. Ja. Man muss auch sagen, der ist nicht da so stupide durchgegangen, sondern hat dem Motto, ballert weg, was geht, egal wie die Technik ist. Der hat sehr viel Wert auf die Technik gelegt.
wenn er wirklich gemerkt hat, okay, das ist zu schwer, ihr geht in der negativen zu schnell runter, dann hat er gesagt, hey, stopp hier mal, mach mal eine Scheibe weniger und mach das vernünftig. Also hätte ich nicht gedacht, dass er das einfach wirklich so macht, aber der hat das echt durchgezogen, ne? Also dass die Technik immer wirklich auf Nummer 1 ist und ja, das Gewicht zweitrangig ist. Ne? Voll. Was auch noch richtig, richtig gut war, was ich eigentlich auch schon relativ viel praktiziere, ist eigentlich, dass wir diese Mobility vorher noch gemacht haben. Stimmt. Das habe ich auch nicht gewusst, dass wir das machen. Ich habe mir gedacht, wir gehen Stimmt. sicher rein ja. und starten sofort mit dem Training und haben vorher nochmal diese Mobility. Und er hat uns im Prinzip eigentlich gezeigt, was er da immer so macht oder was ihm der Tom Platt so gezeigt hat. Und das war jetzt schon richtig, richtig ja. geil, wo man dann einfach wirklich lernt, was so auf die Art die Legenden einfach wirklich gemacht haben. Und dass man das selber einfach für sich dann umsetzen kann. Ich hoffe, davon kommt nicht zu viel im Video mit rein, weil da sehe ich aus wie, da sehe ich aus wie ein toter Wal auf dem Boden. Das war so anstrengend für mich. Ich kam schon so ein Schritt, sie hat gemerkt, ach du Scheiße, sie hat sich wahrscheinlich in mich hineinversetzt und dachte sich so, boah, so ging es mir damals auch mit 130 Kilo. Ey, wirklich, also der hat aber die Hüfte richtig gut mobilisiert, wo ich gemerkt habe, danach im Training, das Training war viel geschmeidiger. Obwohl wir das nur 5 Minuten gemacht haben oder so. Ne? Ja, das ist schon richtig aber geil. Das hat echt geholfen. Das ist einfach ja. richtig gut, weil man dann vorher schon so offen ist im Prinzip, ja. Ja, und der hat dann immer extra gesagt, solche Sachen hätte er gerne auch schon vorher gewusst, ne? Weil zu seiner aktiven Zeit hat er sowas natürlich nicht gemacht. Da, sag ich mal, spezialisiert er sich jetzt sehr drauf, ne? Bezüglich der ganzen Mobility-Sachen so und ja. so. Aber ich glaube, das wird jetzt ja immer viel populärer ja. und ist eigentlich wirklich was, was wir auch auf jeden Fall empfehlen, das vor dem Training zu machen. Ja. Vor allem, wenn man das von so einer Legende her, wenn man das Tom Platz und alles eigentlich auch gemacht hat, dann müsst ihr das auf jeden Fall auch machen. Ja. Also es ist kein Marketing-Scheiß, der hat es wirklich mit reingenommen. Er hat gesagt, ey, stopp, bevor wir anfangen, legt euch mal hier hin auf die Matte. Ich dachte, ich bin jetzt im falschen Film. Der Dorian Yates macht mit uns da Mobility-Training, aber es war echt so. Aber du hattest eigentlich noch das Rückentraining vor. Das war richtig heftig eigentlich. Ja, gleich zwei Trainings aufeinander, oder? Ja. Ich habe mit Urs einen Tag davor quasi, also gestern, das Rückentraining auch noch gemacht. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich trainiere normal Beine niemals nach Rücken, weil du kennst es, der Unterrücken ist dann wieder meistens schon mit vorgezogen. Und umso kaputter war der Unterrücken natürlich. Das heißt, ich hatte wirklich den kompletten Fokus nur auf Quads und hatte, muss man auch sagen, dadurch vielleicht mal auch ein bisschen weniger Kraft. Oder ich habe die Beine noch mehr einfach gespürt. War noch leichter kaputt zu machen. Ging aber gut. Wie gesagt, wir haben keine freien Kniebeugen gemacht. Ich glaube, das hätte mich dann ja, das wahrscheinlich gewesen, ja. ins Negative schlecht kaputt gemacht. Also, dass ich mich da vielleicht hätte verletzen können. Ne, deswegen war das schon sehr gut, dass wir da alles an den Maschinen gemacht haben. Vorher, ja. Also für den Kevin war es sicher extrem anstrengend, weil ihr habt so einen Tag auch wirklich so ein rumänisches Kreuzheben. Ja. Und am zweiten Tag haben wir nochmal mehr Straight Leg Deadlifts ja. reingehauen. Also war schon richtig, richtig arg. Ja. Also ich bin schon richtig gespannt, wie das Video wird und ich hoffe, ihr seid auch sehr gespannt. Und wenn ihr das wirklich so verfolgen wollt, beziehungsweise wenn ihr solche Videos einfach öfter sehen wollt, dann lasst es den NP-Kanal wirklich wissen mit dem Daumen hoch, mit Kommentieren, mit Abonnieren, Glöckchen klicken. Genau, Kevin kann das schon besser. Wenn euch was nicht gefallen hat, lasst es uns wissen, lasst uns Kritik da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. 3, 2,